weitere Jahre, die mich besiegen. Und Baby, bitte gib mir mehr, das ist alles, was ich habe. Baby, bitte gib mir mehr, um dich zu hassen für ein paar Jahre. Wunderschöner Song, den du da wochenlang promotest, in dem du erzählst, dass du dank ihr ja innerlich so tot bist. Du bist doch noch ein Teenager, du jämmerliches Würstchen, vor zwei Jahren der Struggle deines Lebens. Ey, da warst du 14. Zwei Parts über Gefühle und der Songtext aber komplett scheiße. Sowas kannst du schreiben für eine Dr. Sommer Doppelseite. Inhaltliches Level wie ein Song von Taylor Swift. Hast dir dann noch den Track geschickt und schreibst nur komm bitte zurück. Ja, wenn Anna aus der B-Mal nicht für zwei Minuten antwortet, schnell zu Therapie auf Snapchat gucken, wo der Standort ist. So wenig Plan, als wärst du wirklich noch 14? Sie kommt mit Handschellen ins Bett, du denkst Zivilpolizistin. Labil so wie ein Kleinkind. Man muss dich ständig nach dem Teenie-Händchen halten, zu der Therapie begleiten. Sie sagt, sie bleibt heute zu Hause, doch Jamil hat mir gesagt, er hat sie heute gesehen, sie war mit Lisa in der Stadt. Vielleicht treffen die dort Simon, dieser widerliche Sack. Mann, wie die mich grad verarscht, ich glaub nicht, dass ich das pack. Ah, ich hasse mich und sie, ich bring mich um, verdammt, es reicht. David, du bist 14. Nein, mein Leben ist vorbei. David, Junge, ich hab bisschen Mitleid, ich muss dich nicht ficken, denn ich fick schon die Pubertät. Flow bringt den ganzen Part darüber, dass du klein bist und alles, was dir einfällt, ist nur Witze, find ich scheiße. Sie hat dein Herz gebrochen und gibt Davis Dislike. Ich hab Oropax drin, also er schrei mir dein Problem. Piss dir ein, weil da zu viele Witze in meinem Front waren. Wie willst du das kontern? Du kannst ja nicht kontern. Richtig starke Rückrunde, du konterst einfach gar nichts. Obwohl da doch nur ein Thema in Flows gesamten Part ist. Du bringst sie nur zum Lachen, du machst Witze peinlich, Flow. Ja, das Punch ist nicht so deins, Mann, das wissen wir auch so. Ey, du konterst so schlecht, dein Mädchen fickte dich mal mies. Und zwei Jahre später kommt erst deine Rückrunde an sie. Ja, wir haben gemerkt, dass du die Zwergen-Jokes nicht so magst. Du machst einen Diss-Track, denn die Alte hat dich Shorty genannt. Und dein Track nicht mal gehört, wodurch das Ganze bisschen sinnlos ist. Ja, was soll man sagen, der Punkt geht an ihre Hinrunde. Lach doch mal, Mentes, das ist doch witzig. So wie du redest, ist die Kleine dir doch gar nicht mehr wichtig. Hab ich dich jetzt verletzt? War der Front dir zu gemein? Ja, dann kommen zwei Jahren wohl die ersten Konter zu den Lines. Oh, wie schade, du hast deinen Song so super stolz verbreitet für 600 Euro Preisgeld. Ich hoffe, er gefällt dir noch. David, Junge, ich hab bisschen Mitleid. Ich muss dich nicht ficken, denn ich fick schon die Pubertät. Flow bringt einen ganzen Part darüber, dass du klein bist. Und du sitzt mit deinem Lami voller Daba verzweifelt. Sie hat dein Herz gebrochen und gibt Davis Dislike. Ich hab Oropax drin, also er schrei mir dein Problem. Du scheiß dich ein, denn du wolltest für immer harter Rapper bleiben. Wie willst du's kontern? Du kannst ja keine Texte schreiben.